Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute verdienen wir Geld mit Dropshipping, aber B2B-Dropshipping. Das ist nochmal etwas völlig anderes. Es geht auch um Auswandern und selbstständig machen. Aber die Besonderheit B2B-Dropshipping aus der Türkei nach Deutschland, was natürlich ein ganz, ganz geiles Thema ist. Und ich sage einfach mal, Attacke, wir schauen uns das jetzt an. Ach, das Video hat 12.000 Aufrufe. Ich glaube, dieses B2B-Dropshipping wird einfach viel zu selten behandelt in YouTube-Videos. Es wird immer so, gerade so vor anderthalb Jahren oder so, ja, so China-Dropshipping, was ich echt immer abgelehnt hatte, alleine weil es halt minderwertige Produkte sind, Lieferzeit zu lange, Supportaufwand zu lange, weil die Leute schreiben dich dann halt tausendmal an, wann kommt mein Paket. Aber das ist vielleicht mal ein richtig geiler Hack, B2B-Dropshipping aus der Türkei. Schauen wir uns an. Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Wir starten das Video heute erstmal mit einem Kaffee aus der Türkei. Korrekt, Kaffee, starten wir. Ich habe vorher nie Kaffee getrunken, aber jetzt habe ich irgendwie in der Türkei damit angefangen. Schmeckt wirklich gut. Ich habe aber vorher nie Tee getrunken, vielleicht einmal im Monat. Jetzt glaube ich zwei Tassen am Tag, also... Ja, Tee ist ja so ein bisschen relaxed, ne? Je nach Jahreszeit. Ich trinke im Winter gerne Tee. Oder auf Reisen, komischerweise auf Reisen. Wenn dann im Hotel so ein paar Teebeutel liegen, kannst du nicht mit einem türkischen Tee vergleichen, keine Ahnung. Aber trinke ich auch oft das mal abends einen Tee. Auf dem Hotelzimmer oder so. Ja. Man ändert seine Gewohnheiten in der Türkei. Heute geht es aber um die Produkte, die wir jetzt neu dazu bekommen haben, die ihr natürlich wieder verkaufen könnt. Für die, die mich noch nicht kennen, die das Video jetzt vielleicht das erste Mal sehen und noch nie irgendwie Kontakt zu uns gehabt haben, schaut euch bitte vorher ein anderes Video an, damit ihr wisst, was wir genau machen. Kurz erklärt, wir sind überall auf der Welt unterwegs. Wir suchen Produkte, die du dann als Verkäufer anbieten kannst über deine Eigenmarke bei Amazon, im Großhandel, sonst wo in Geschäfte, über verschiedene stationäre Boutiquen und von A bis Z. Richtig geiles Thema. Die Musik ist aber, es nervt einfach. Es ist eine Kopfschmerz-Musik. Aber sonst sehr, sehr geiles Thema. Interessanter Typ auf jeden Fall schon mal. Jetzt kannst du diese Produkte verkaufen, ohne vorher in die Produkte zu investieren. Das alles aber in einem anderen Video. In dem Video geht es wirklich nur um die Produkte, sonst wird das wieder zu lang. Also fangen wir jetzt einfach mal mit den Produkten an. Wir haben jetzt dazu bekommen verschiedene Geldbörsen. Ich packe das mal hier hin, damit das so ein bisschen besser ranzoomt. Die Geldbörsen kann man ab einer Menge von 100 Stück produzieren lassen mit deiner Eigenmarke. Kannst du hier einfach drauf stanzen lassen, 100 Stück, und dann kannst du das schon in die Geschäfte reinpacken. Du kannst es bei Amazon verkaufen. Interessant, oder? Kommt natürlich auf die Qualität drauf an, aber warum nicht? Ist ja auch, also ist echt mal was anderes, ne? Kein T-Shirt-Business, kein Affiliate-Marketing, wofür ich ja bekannt bin mit meinem Jetset-Affiliate-System oder auch mein Coaching. Aber das ist mal etwas anderes, ne? So geprägte Portemonnaies und so. Ja, cool. Großhandel anbieten und von A bis Z. Das sind wirklich sehr, sehr viele verschiedene Modelle. Ich zeige euch jetzt hier mal ein paar. Dann haben wir hier die. Die Musik bringt mir Schluck auf. Boah, Mann, die Musik mag ich gar nicht im Hintergrund. Oh, bitte, beim nächsten Video, mach bitte so eine Musik nicht. Nein. Berühmten Dinger, wo die Karten hier reinkommen. Klickt man hier drauf und dann kommen die Karten da wieder raus. Dann ganz klassische Karten. Portemonnaies. Damals haben wir nicht gehabt. Die Herren. Produkte. Es gibt ungefähr über 200 verschiedene. Ich denke, das reicht jetzt. Den Rest könnt ihr euch gerne bei uns auf der Homepage anschauen. Da könnt ihr die Produkte gerne rauskopieren. Die könnt ihr bei euch im Online-Shop einstellen. Ihr könnt uns beauftragen, die mit eurer Eigenmarke zu bekleben, zu machen, zu tun. Ich liebe das mit den Eigenmarken, ne? Weil du einfach völlig nicht vergleichbar bist. Die können nicht einfach eingeben, hey, Artikelnummer, Esprit-Hose oder sonstige Sachen, wo kriege ich das billiger, wo kriege ich dieses Lego-Set billiger, sondern es steht deine Brand drauf, du kannst bestimmen, wo du das verkaufst und an wem und wie teuer. Und na, wenn du das als Einzigster vertreibst, Eigenmarken, ja, das ist echt ein geiles Business, finde ich. Natürlich bin ich online-lastig, ne? Aber das ist echt nochmal etwas, was ich cool finde, weil du hast einfach keine Vergleichbarkeit. Alles andere gibst du ein und hast sofort eine Preissuchmaschine, den billigsten Shop, und siehst dann auch, oh komm, 30-40% Rabatt in diesen Shop und so, bei den großen Brands, aber deine eigene Marke, geil.
was ihr möchtet, von A bis Z. Deswegen kontaktiert uns da einfach über Instagram, wenn du schon immer dich irgendwie selbstständig machen wolltest mit verschiedenen Produkten. Egal ob jetzt aus der Türkei, aus China oder sonst wo. Wir haben auch viele Produkte aus China im Sortiment. Wir haben ein Office in China, wir haben ein Office. Wisst ihr, dass Robert Geis mit seiner Marke Onkel Sam und ich weiß nicht, was er jetzt macht mit Geissini oder so, aber Onkel Sam hat da wohl viel in der Türkei produziert. Und der hatte echt Erfolg damit, ne? Das hier in der Türkei, wir haben ein Office in Deutschland, wir haben ein Lager in Holland, wir haben von A bis Z haben wir alles Mögliche dabei, damit wir dir den Start ins Business vereinfachen können. Deswegen kontaktiere uns einfach über Instagram, schau dir unsere Homepage an, was für verschiedene Angebote wir dazu haben. Kommen wir jetzt aber wieder zu den Produkten hier, da möchte ich euch auch nochmal was zeigen, nehme ich euch jetzt erstmal mit. So. Ja, jetzt sieht man es. Ne? Also, ich gehe mal hier ein bisschen zur Seite. Das sind ganz normale Bügel für Hosen, für Shirts, für Tücher, für Schals und von A bis Z alles Mögliche. Ihr könnt die Produkte einfach an verschiedene Geschäfte verkaufen und wir könnten nochmal zusätzlich hier das Label der Geschäfte reinpacken. Auch cool, oder? Wie Business to Business, das ist etwas ganz anderes wie dieses Endkundengeschäft. Aber warum nicht? Also, entweder verkaufst du die so, wie die gerade sind, an die verschiedenen Stores, oder du rufst die Stores an oder schickst den Katalog oder sonst was und bietest denen an, dass die hier das Produkt mit ihrem eigenen Label anbieten können. Viele kleinere Geschäfte haben das gar nicht im Sortiment, die haben immer verschiedene No-Name-Bügel, kommt aber besser für die Kunden an, wenn in verschiedenen Boutiquen die Bügel mit dem eigenen Logo von dem Store sind. Also das ist auf jeden Fall, es sieht sofort hochwertiger aus. Natürlich nicht bei 3,99 Euro Sachen oder so, aber echt, wenn du dann dein eigenes Brand hast, Logo auf dem T-Shirt und hast dann noch die Kleiderbügel und so und hast dann halt ein Konzept, bah, mega. Das ist eine Möglichkeit, wie ihr auch Geld verdienen könnt. Dann nicht nur... Aber wie auch, wenn du deine eigene Marke aufbaust, ne? Deine eigene Marke, deinen eigenen Shop oder deinen eigenen Fleck, also einen Shop irgendwo in der Innenstadt, hast du eigentlich deine Online-Marke, aber sagst, hey, hier nochmal Lagerverkauf. Du hast ja sowieso höchstwahrscheinlich ein Lager, wo du Sachen verschickst, wenn du das on-demand verschickst da. Aber, boah, unfassbar geil. Und dann hast du so ein Lagerverkauf, sagst, hey, jeden Samstag hier Lagerverkauf und so hast deine Produkte. Gerade wenn du eine hohe Stückzahl machst und hast dann deine eigenen Kleiderbügel und dein eigenes Logo über die Tür und so. Und dann lohnt sich das natürlich auch wieder im Online-Shop. Du kannst ja sagen, hey, wir sind kein normaler Online-Shop wie alle anderen, sondern wir haben auch eine Filiale. Und du wirst dann halt höchstwahrscheinlich mehr verkaufen in deinen Online-Shop, weil die Leute sehen, ey, da ist eine Filiale, da ist wirklich Substanz hinter. Wenn es ein Problem gibt, kann ich irgendwie die Leute ansprechen vor Ort. Wo die Leute immer noch so ein bisschen Angst haben, so ein Online-Shop oder so, ach ja, wo wende ich mich da hin und so. Und aber die Leute sehen das dann halt auf dem Online-Shop, dass du so eine Filiale hast mit Lagerverkauf jeden Samstag oder so in Köln oder so oder in Berlin. Wie geil ist das denn bitte? So Berliner Adresse jeden Samstag oder jeden Mittwoch jeden Samstag Lagerverkauf, sonst verschickst du die Sachen in der Woche. Ja, ich finde das geil. Ich schwärme davon. Du siehst es. Ah, Business. Die verschiedenen Bügel, die ihr hier so seht, sondern auch verschiedene Einrichtungsgegenstände für Geschäfte. Also hier in der Türkei produzieren die alles Mögliche. Hier sind die im Textilbereich sehr, sehr, sehr stark. Die haben von A bis Z alle möglichen Textilien, von günstig, von schlechte Qualität, gute Qualität, unglaublich gute Qualität. Hier ist von A bis Z einfach alles Mögliche dabei. Auch sehr, sehr hochwertige. Das ist auch in anderen Ländern so, ne? Also auch in Indien und Pakistan oder so. Ich habe einen Kollege, der macht nämlich so ein bisschen Business und so, der sagt, hey, du kriegst alles. Ne? Lacoste-Qualität kriegst du genauso. Natürlich zahlst du dann 2 Euro mehr oder so, aber du kannst bei der Bestellung angeben, wie die Qualität sein soll. Ne? Und du kannst natürlich auch billig haben, aber du kannst auch Lacoste-Qualität haben. Ja. Dinge, die teuer sind, aber auch viel günstiger. Wenn du in großen Mengen verkaufen möchtest und das einfach exportieren möchtest, wie zum Beispiel von der Türkei aus nach Afrika oder nach Dubai oder sonst wo in größeren Mengen, kannst du die Produkte eher im günstigen Segment anbieten an deine Kunden. Alles, was so teuer ist, zum Beispiel Echtlederhandtaschen für 45 Euro zum Beispiel, das sind so irgendwelche extravaganten Designs, das sind Sachen, wo nie jemand von dir 10.000 Stück bestellen will. Hast du aber ganz normale, klassische Handtaschen, kann es sein, dass mal jemand 5.000, 6.000, 8.000 Stück davon bestellt, wenn der Preis passt. Das alles kannst du natürlich mit uns in Zusammenarbeit machen. Ich möchte dir bei dem Video noch ein paar andere Produkte vorstellen. Cool, oder?
vorstellen, wie zum Beispiel Shirts. Ich muss dich jetzt mal wieder ein bisschen nach hinten schieben. So, passt. Also, wie zum Beispiel ein ganz klassisches T-Shirt, das liegt jetzt im EK bei ungefähr 1,30 Euro. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, die Preise waren. Nein! Und stell dir mal vor, die Leute, die so ein großes T-Shirt-Business haben oder so, 1,30 Euro und was du halt bei diesem T-Shirt-Business verdienst. Wenn du weißt, du verkaufst sowieso hunderte von diesen T-Shirts mit diesem Design, irgendwann lohnt sich das echt, das zu fertigen. Unfassbar. Variieren hier immer ständig in der Türkei. Dann haben wir hier. Also, wenn ich so ein Design habe, wo ich hunderte Stück im Monat verkaufe, würde ich echt überlegen, ob ich mir das drucken lasse. Das ist einfach dann, ja, muss man echt überlegen. Natürlich noch andere T-Shirts mit verschiedenem Druck drauf. Du kannst im Textilbereich alles verkaufen, so wie es ist, wie du das T-Shirt gerade gesehen hast, mit der Marke von dem Händler. Oder du sagst, hey, ich würde da gerne meine eigene Marke drauf machen, ich würde gerne mein eigenes Design drauf machen. Du willst vielleicht hier irgendwas drauf gestickt haben. Jetzt keine Plagiate, das geht überhaupt nicht, das kannst du online nicht machen. Wenn du einmal Plagiate bei dir auf der Homepage hast, du schaltest irgendwelche Werbeanzeigen, dann kann sein, dass du sofort Anzeigen bekommst. Deswegen, wir selbst haben nichts mit Plagiaten zu tun, wir stellen auch keine Plagiate ein oder sonst was. Alles nur Artikel, die lizenzfrei sind, die du verkaufen kannst, wo du auch langfristig dir ein Business aufbauen kannst. Ohne. Aber du kannst ja auch deine eigene Marke gründen und anmelden beim Patentamt, also warum nicht? Irgendwelche Probleme im Nachhinein zu bekommen. Deswegen empfehle ich dir immer, weil man hört immer wieder aus der Türkei die ganzen Plagiate von Gucci und was weiß ich, was es da so alles gibt und Ralph Lauren und Tommy, alles mögliche. Mach das nicht, halt dich davon fern. Das bringt dir vielleicht kurzfristig mal Geld, aber langfristig gesehen ist das kein Business, womit du dir jahrzehntelang etwas aufbauen kannst. In dem Bereich kannst du zum Beispiel einfach starten mit diesen Produkten, die du dir gerade gesehen hast, mit der Marke von dem Händler, weil das Budget vielleicht nicht so passt, dass du sagen kannst, hey, ich kann jetzt meine eigenen Produkte herstellen. Weil wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt ein T-Shirt herstellen, du kannst ja in deinem Großhandel nicht mit drei T-Shirts oder so anfangen. Also du brauchst ja schon ein Riesensortiment. Deswegen empfehle ich am Anfang, wenn dein Budget noch nicht so hoch ist, fang erstmal mit dem. Das mit dem Großhandel ist echt cool, aber wie geht auch deine eigenen Sachen dort zu produzieren, deine eigene Marke aufzubauen, finde ich auch geil. Großhandel, ja, cool. Aber dort bei dem guten Mann hier, ich weiß gar nicht, wie sein Name war, einfach deine eigene Marke aufzubauen und sagen, hey, ich will dieses Design haben, davon so und so viel. Ja, finde ich persönlich mega. Produkte an, vermittel die, kauf die gar nicht vorher, vermittel diese Produkte erstmal an Händler. Wenn du dann später 3.000, 4.000, 5.000 Händler hast oder 10.000, wie auch immer, kannst du irgendwann mal, wenn du das Budget hast, sagen, okay, ich möchte jetzt die Shirts mit meiner eigenen Marke herstellen. Fast jeder Händler bietet das ab Mengen schon von 300 Stück an. Du könntest das T-Shirt, wenn er schon die Schnittmuster und alles fertig hat, wie jetzt beispielsweise jetzt das T-Shirt, Schnittmuster, alles ist schon fertig. Wenn du sagst, ich möchte das so, wie es ist, ich will aber hier was anderes drauf gedruckt haben und du möchtest hier natürlich dein eigenes Logo drauf und dein eigenes Label. Das ist kein Ding. Das ist ganz, ganz oft ab 300 Teile schon möglich. Geil, oder? Ist das cool. Ich hatte, wo ich früher meinen Fitnessladen habe, bevor ich Flaschen gesammelt habe in Berlin, da hatte ich ja ein Fitnessgeschäft. Und da wurde ich auch öfters mal angeschrieben von Leuten oder angerufen aus Pakistan und so, die so Fitnesshandschuhe gemacht haben und Bodybuilding-Gürtel und so. Es war immer so, dass die so mir sagten, hey, 2.000 Euro, 20.000 Euro oder so Mindestbestellwert oder so. Fand ich immer interessant, meine eigenen T-Shirts zu haben, meine eigenen Handschuhe mit Handgelenkbandage, mit meinem Logo drauf geprägt und so. Ja, fand ich cool. Wenn du aber sagst, du möchtest ein komplett eigenes Schnittmuster, wenn du dem jetzt zum Beispiel das Hemd jetzt schickst und der hat das vorher noch nie produziert, dann ist es meistens ab 1.000 Teile. Steht dir alles frei. Wir sind für dich. Aber ab 1.000 Teile dein eigener Schnitt ist aber auch cool. Da, du kannst unser Office in der Türkei nutzen. Wir können dir alle Produkte anbieten, die wir hier so haben. Wir nehmen jeden Tag ungefähr 20 bis 30 neue Händler dazu. Wir haben ungefähr 300 neue Produkte am Tag, die wir neu auf der Homepage einstellen. Da kannst du dir alles in Ruhe anschauen. Wenn du Partner von uns wirst, bekommst du von uns den Shop. Du kannst alle Produkte anbieten. Du kannst alle Produkte an Händler anbieten, ohne vorher in die Produkte zu investieren. Wenn du dann die Produkte. Das ist auch cool, ne? Eine coole Möglichkeit, im Internet Geld zu verdienen. Hey, und wenn du mehr so Videos sehen willst von mir, abonniere meinen YouTube-Kanal.
Du verpasst einfach etwas, wenn du diesen YouTube-Kanal jetzt nicht abonnierst. Guck einfach, hast du ihn abonniert? Hast du die Glocke aktiviert, damit du so welche Videos nicht mehr verpasst? Gute Verkauf schicken wir die direkt zu dir oder zu deinem Kunden, wie du möchtest, in deinem Namen. Das kannst du dir auch alles frei aussuchen. Deswegen, ich hoffe, ich konnte dir jetzt mal so ein paar Produkte ein bisschen näher bringen. Und das war es auch schon von meiner Seite jetzt zu den Produkten. Wir werden natürlich in Zukunft wieder weitere Produkte haben. Ich werde ungefähr wahrscheinlich jede Woche ein neues Video mit verschiedenen Produkten aufnehmen, damit du einfach ein bisschen einen besseren Bezug dazu hast, wenn du es jetzt live siehst, als wenn wir das jetzt einfach nur alles auf unserer Homepage packen und wir keine Videos machen. Deswegen machen wir auch die Videos, damit ihr auch einfach mal so ein bisschen Überblick über die Produkte habt. Wir bekommen immer die ganzen Muster von den Händlern, damit wir euch das zeigen können, damit wir Maße nehmen können, damit wir die Qualität testen können und. Es ist ein Problem immer da, was China und die Türkei betrifft. Man kann schwer von einem anderen Land aus telefonisch bestellen. Das geht in den meisten Fällen gar nicht, weil die Produkte oft nicht so ankommen, wie man das bestellt hat. Wir machen das immer so, wenn wir bei einem Händler sind, zahlen wir, wenn wir beispielsweise das hier produzieren, zahlen wir vielleicht 10-20% an. Wenn die Produkte fertig sind, kontrollieren wir das alles komplett. Und erst wenn alles wirklich so ist, wie du das zum Beispiel haben wolltest, geben wir dem Händler den ganzen Betrag. Auch ein cooler Tipp wieder, ne? Die Taktik ist natürlich gut, ne? Wenn du natürlich überwiesen hast, alles, und bekommst dann aber einmal nicht die richtigen Produkte, ja. Das ist der einzige Weg, wie du in der Türkei oder in China sicher bestellen kannst. Alles andere geht nicht. Wenn dir irgendwo jemand sagt, irgendein Hersteller, schick uns bitte das Geld im Voraus, die 100%, würde ich niemals machen, weil dann werden die Lieferzeiten nicht eingehalten, du kriegst vielleicht eine andere Farbe, es kann sein, dass da fehlerhafte Produkte mit bei sind, dass einige B-Waren mit dabei sind, dass da Kratzer bei sind, dass von A bis Z ist, haben wir das schon über die Jahre schon so viel erlebt, was da alles... Also mit so einem Partner kann man das, glaube ich, vor Ort echt gut machen, man braucht einen Partner vor Ort, ja. Möglich ist deswegen... Ist es für dich von Vorteil, mit uns als Partner einfach zu arbeiten? Du hast immer jemanden an deiner Seite, der deine Waren aus China prüft. Du hast immer jemanden an der Seite, der deine Waren aus der Türkei prüft. Aus Portugal und von A bis Z alles mögliche. Wenn wir in der Türkei fertig sind, gehen wir in das nächste Land und werden von da alle Produkte mit aufnehmen. Also wir werden, glaube ich, da noch viele, viele Jahre mit beschäftigt sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, nach unten nicht. Abo auf jeden Fall und schreib uns über Instagram, folgt mir über Instagram. Ja, das Video hat mir sehr gut gefallen. Mein Name ist Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Ach, ich bin schon sprachlos. Ach, der Rucksackunternehmer. Ja, abonniere meinen Kanal. Ich habe hier noch zwei weitere Videos. Wir sehen uns in den beiden Videos. Schau sie dir an.